Hey Leute, ich mach schon wieder, ich sag wieder hey Leute, aber ich sag immer hey Leute, ich hab all die Zeit hey Leute gesagt, egal, ich werde weiterhin hey Leute oder hey ihr Lieben sagen. Ja, ich melde mich mal wieder. So ihr Lieben, wer Lust hat, meine Stories von Tag 1 zu sehen, kann jetzt bei YouTube tagtäglich werde ich neue hochladen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle auf einmal hochladen, aber sehr, sehr viele, weil ich auch nicht so viel. Es ist halt einfach gerade ein Auto dran vorbeigefahren, wo wahrscheinlich die Mitarbeiterin, die hier arbeitet, gesehen hat, dass ich eine Story mache oder mit meinem Handy rede, mit meinem Gesicht drauf. Egal, die dreht jetzt gerade um. Ich mache schnell die Story fertig. Leute, ich habe auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal gestartet mit einigen meiner Stories. Ich werde immer was dazu schreiben. Gestern habe ich einfach nur hochgeladen, aber ich werde noch einiges dazu schreiben und ich werde, wie gesagt, nach und nach die ganzen Stories hochladen. Ja, meine Fingernägel sind natürlich wieder mal nicht gemacht. Ich kam einfach nicht dazu, da waren mir die Videos gerade wichtiger. Aber ich werde auf jeden Fall eventuell, also ihr werdet sehen, ich habe eigentlich ja vor, mir die Fingernägel zu machen nach der Arbeit. Heute. Mal gucken. Am Ende sollte heißen, mal gucken. Ja, ich mache eine Story und vor mir und hinter mir könnten Leute laufen und draußen Fenstern gucken. Und egal, ich hoffe nur, es sieht keiner irgendwie. Es ist schon komisch. Ich habe übrigens endlich die Handcreme gerade ausprobiert. Also die zieht nicht so gut ein, aber sie pflegt, glaube ich, schon sehr gut. Meine Hände fühlen sich schon ziemlich weich und gut an. Die habe ich ja geschenkt bekommen von einer Apotheke, wo ich mal gewesen bin vor Weihnachten. Meine Hände fühlen sich sehr weich und sehr cremig. Sehr weich, cremig. Also weich und gut an, gepflegt einfach. Kann ich nur empfehlen. Wer wissen will, was das für eine Handcreme ist, kann ich auch mal schauen und euch dann Bescheid geben. Ich wollte noch was sagen. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr 5 Minuten Pause, ein bisschen mehr. Und die Zeit ging heute sehr schnell bei der Arbeit vorbei. Ich bin froh, wenn Feierabend ist. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne. Aber es ist einfach schön, frei zu haben, die Freizeit zu nutzen. Ja, und im Hintergrund läuft Mike Singer. Der hat ja echt eine tolle Stimme und ich mag seine Lieder. Wer mag auch seine Lieder, kann mir gerne auf meine Story antworten. Ich mache nicht immer eine Umfrage für jede meiner Fragen. Wer will, antwortet. Wer nicht will, antwortet einfach nicht. Heute Abend gibt es dann die Story, wo ich eben erzählen wollte, speziell für die Frauen, wegen Thema Cellulite eben. Das kennt jede Frau von uns, dieses Problem. Und ich möchte da was von mir erzählen. Keine Sorge, ich werde euch nichts zeigen. Also jetzt nur, dass ihr euch beruhigt, nicht, dass ihr denkt, oh mein Gott, die zeigt jetzt ihre Cellulite. Nein, es ist was Positives. Ich erzähle es aber erst heute Abend, weil ich mir dafür Zeit nehmen möchte und nicht jetzt so schnell in der Pause zwischendrin. Also ihr Lieben, es fährt gerade ein Mann vorbei mit seinem Fahrrad. Das wollte ich gar nicht sagen. Oh meine Fresse, mein Gesicht, seht ihr diesen Speck, Mann? Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Das hatte ich früher nicht, Mann. Wenn ich die Küche habe, werde ich schauen, dass ich wirklich mich gesund ernähre und einmal die Woche gesund einkaufe und wirklich selber frisch koche und einfach mehr Sport mache und mehr Kaugummi kaue, damit dieser Scheißdreck da verschwindet. Ich weiß, manche sehen da gar keinen Speck und manche sehen da auch keinen Doppelkinn, aber es ist so ein Mini-Ansatz. Also ich stehe dazu, ihr wisst ja, really und Realität und that's life und so, aber es nervt mich trotzdem übelst und das muss ich euch halt sagen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Schönen Feierabend später. Eine Weile ist ja noch hin. Bei manchen noch länger wie bei mir. Ich habe Gott sei Dank um 4 schon Feierabend. Also ich melde mich dann heute Abend ganz sicher. Und dann erzähle ich euch darüber, was ich euch erzählen wollte. Was mir eben an mir aufgefallen ist. Positiv wegen dem Thema. Und ich will Frauen damit Mut geben. Bis später. Ciao.